Geschichten erzählen wollte er nie. Stets fühlte er sich von abstrakter Kunst angezogen. Auch in seinen neuen Arbeiten, die jetzt bei Karl-Heinz Mayer zu sehen sind, bleibt sich Günter Förg treu. Auch hier blitzen noch immer kunstgeschichtliche Inspirationen durch. Doch die festen Bildstrukturen, wie er sie zum Beispiel bei Piet Mondrian fand und die ihn jahrelang in seinen Gitterbildern faszinierten, lösen sich schon seit den frühen 90er Jahren zunehmend auf. Geblieben ist die Begeisterung für das unendliche Bilderarsenal der Kunstgeschichte. Aber das, wie gesagt, es gibt in dem Sinn keine Vorbilder, sondern das ist einfach ein Genießen, ein Genuss, den ich habe, wenn ich mir irgendwelche lebenden oder toten Bilder von lebenden oder toten Kollegen anschaue. Ich sehe das aber nicht jetzt als Supermarkt an, wo man sich einfach bedient. Seine Gitterbilder sind in den letzten Jahren wesentlich offener geworden. Für ihn noch immer abstrakte Landschaften. Daneben hängen an schlecht gewischte Schultafeln erinnernde Gemälde mit wesentlich gefestigteren Strukturen. Entstanden in Anlehnung an seine ersten abstrakten Versuche, noch während der Studienzeit auf der Kunstakademie vor 25 Jahren. 21 habe ich angefangen zu studieren. Da ist man ziemlich unbedarft. Ja, man geht einfach ran, man findet einfach, es gefallen einem bestimmte Bilder oder bestimmte Künstler und man geht da ziemlich unbedarft dran. Und so über die Jahre kriegt man eine Erfahrung dazu und da verändert sich das auch. Und irgendwann geht man dann wieder zu den Ursprüngen zurück und überprüft die auf die heutige Zeit. Die Strukturen der Tafelbilder tauchen dann in den erstmals gezeigten Fotogrammen wieder auf. Der Versuch, die in den Ölbildern gefundenen Ergebnisse in eine andere Technik zu übertragen. Mich interessiert es an sich so eine, sage ich jetzt mal etwas flapsig, so eine ausgenudelte Technik. Weil ein Fotogramm ist ja nun wirklich über Menret, über Chart, über Wohls hat zum Beispiel auch Fotogramme gemacht, ist ja sehr viel passiert. Und mich reizt es an sich, eine ausgewalzte Technik damals zu benutzen und für mich zu klären, ob da noch ein Plätzchen vorhanden ist. Die abstrakten Landschaften der Gitterbilder kreuzen in seinen Fensteraquarellen wieder auf. Hier geht er einen Schritt weiter, greift das schon in der Renaissance auftretende Bildverständnis auf. Das Bild, das dem Betrachter den Blick zur Welt öffnet. Nee, ich muss Ihnen auch sagen, ich komme gerade aus dem Engadin, also, und das ist eine wunderbare Landschaft. Und eben nach diesem Engadin-Aufenthalt habe ich dann diese Fensteraquarelle auch gemacht und auch diese beiden Gitterbilder. Und so eine Landschaft ist mir dann schon dran. Ich denke da wirklich an sehr viele Leute. Also, ich meine, es gibt zum Beispiel auch von Beckmann, aber es gibt da keinen direkten Bezug jetzt, dass man sagen könnte, das, eine Beckmann-Landschaft würde mich jetzt gerade wahnsinnig interessieren. Aber ich habe der Munk gibt sehr schöne Landschaften. Sowas habe ich dann schon im Kopf. Günter Förgs neue Arbeiten noch bis zum 24. April in der Galerie Karl-Heinz Mayer in der Lachner Straße in der Oststadt.